So, da sind wir auch schon wieder zurück zu Let Us Play, Let Us Test. Mists of Pandaria, die Beta zu dem neuen Add-on von World of Warcraft. Und wir sind gerade dabei, auf dieser grünen Karte hier zu versuchen, dieser Wolkensänger wieder zu finden. Ah, die haben wir doch schon mal gesucht, beziehungsweise gefunden. Mir schwant Böses, wenn ich das hier sehe. Und irgendwie habe ich da gerade voll Bock drauf, rumzuhüpfen. Mal sehen, wir haben ja bestimmt für eine Quest bekommen. Du musst die Grafik ändern. Holzschnitzer. Kaufen alle nichts, schade eigentlich. Jojo Eisenstüren. Sammelt 8 Stücke hartes Tränenholzschilf. Ich will erstmal die Quest abgeben. Wo ist die gute denn da hinten? Was? Kein Feuer? Was soll das heißen? Keine Stinktiere? Ich bin kein Stinktier. Wo ist ein Stinktier? Ihr bekommt echt viel. Findet einen Weg über die Balancierfälle und Leute die Ausbildungsglocke. Die Aktion des balancierten Stegs. Besiege 6 Schulmönche auf den Balancierfällen. Wird gemacht. Ich will mich nicht immer in dieses Vieh verwandeln. Okay, jetzt sollen wir also über diese Balancierpfähle. Komm, mach hüpf. Kann man das von hier aus sammeln? Nein. So, dann den Kerl hier mal attackieren. Ist hier 2 Maces? Ich habe nur 1 Mace. Quaking Palm, Ruin, Tiger Palm. Hm. Ach, dann besiegen wir erstmal den hier. Ach, kann man auch nicht. Hüpf. Von hier aus auch nicht. Jetzt aber. Ja. Diese Glocke müssen wir also läutern. Ding, 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 ding. Das wollte ich auch gerade gar nicht. Ha! Weißfederkranich. Nein, er frisst den Frosch. Schulmönch. Ist das so eine Art Bestrafung, wenn man halt von diesen Pfählen hier runterfällt, dass man sich verwandelt? Oder wie darf man das verstehen? Also würde ich glaube mal schätzen, so als Demütigung, dass man runtergefallen ist, wird man dann halt verwandelt und muss sich dann mit dieser Schande hingeben, wie auch immer. Weil wir müssen da eh noch rein, weil wir die ganzen Sachen hier aufsammeln müssen. Nur kriegen wir das von hier aus doch hin. Nee. Weil eben hatte ich hier ein Zahnrad komischerweise stehen, aber anscheinend nicht. Wie komme ich denn hier einfach runter? Muss ich denn wieder diesen gesamten Weg nach da hinten? Das würde mich ankorken. Nee. Oh. Ach, so kommen wir da runter. Kann man das jetzt einsammeln? Wie kann ich das denn einsammeln? Besorgt etwas höher von den Teichen ganz in der Nähe. Ja, und wie? Ja, als Frosch kann ich es nicht einsammeln. Oder doch? Der andere Kerl ist eingesammelt. Warum kann ich das denn nicht einsammeln? Hä, was ist denn hier los?
Da. Ist ja richtig behindert. Kriegst nicht ins Target rein. Hier habe ich schon diese Range von den scheiß Pfahl. Hast du Blizzard, ey. Inkompetenz. Mann. Ich krieg die Dinger nicht. Die eventuell von hier oben? Nee. Was ist denn los? Ey, das ist doch behindert. Ja, da. Toll, hier komme ich aber gerade vom Pfahl nicht runter. Da! Sag mir nicht, dass ich es nicht aufgesammelt habe. Oh. Interface. Steuerung schnell plündern. Toll, jetzt hatte ich's mal und dann. Narf. Das ist echt eine grausame Quest. Daran müssen sie definitiv noch was fixen. Okay, auch an der Monkey Quest. Da. Ja, kriegen wir das nochmal hin. Ich konzentriere mich gerade voll. Es ist nicht so leicht hier einfach. Da, was zu pflücken. 3 von 8 erste. Ja, es wurde schon geplündert. Da hinten. Schön. 4 von 8. Ja, also es gibt hier definitiv noch Probleme in der Beta, deswegen ist es ja auch nur die Beta. Ich glaube, mit dieser Kameraeinstellung geht es. Sieht zumindest gut aus. Yep. Das sieht doch schon besser aus. Also wenn ich hier so rangezoomt habe, geht es einfacher definitiv. Aber auch nicht bei jedem Wisch. Ah, da. Also Leute, einfach ein bisschen näher ranzoomen, falls ihr auch hier die Beta testet und hier gerade Probleme habt. Dann scheint es simpler zu funktionieren. Wir können bald hier Rakete abschießen. Also 3 Quests haben wir jetzt fertig. Hartes Tränenholz. Ja, ich bring die 8 und du zerschlägst nur 3. Weichei. So much unemployed people, kids free from school, speak English. Deine Mutter. Dann gehen wir jetzt mal nach da wieder. Lektion, die Lektion trockener Fels.
Gut, ihr lernt schnell. Sprecht mit dem alten Liang bei Liangs Refugium an den singenden Teichen. Jetzt haben wir eine neue Taille bekommen. Taille, neue Gürtel. Stoff, okay. Was ist denn aus dem Stinktier? Die Gürtel finde ich auch cool mit dem Emblem da vorne und Co. Bei ein bisschen bricht gerade mein FPS ein, jetzt geht's wieder. Wir laufen jetzt mal ganz normal und gesittet rum, vielleicht finden wir hier noch eine Quest oder so. Und wenn nicht, auch nicht schlimm, dann gucken wir uns die wenigstens mal an, wie das hier alles so schön aussieht. Das ist echt Wunderbärchen, muss ich sagen, gefällt mir alles sehr gut. Auch die Barrel Roll gefällt mir. Laufen wir sich einfach mal den Weg lang, wie gesagt. Weil, was hat es mit diesen Uhren da auf sich? Uhren, nicht Uhren. Ist das ein Walross? Das ist ein normaler Fisch mit Räucherstäbchen im Maul. Ich dachte, das wäre ein Walross. Soll auch vorkommen. Da oben müssen wir hin. Sprech mit dem alten Liang bei Liangs Refugium an den stehenden Teichen, genau. Gucken hier aber trotzdem nochmal. Vielleicht gibt es ja auch einen normalen Weg dahin, aber scheint mir gerade nicht so. Heißt, wir gehen hier jetzt. Ach, hier geht der Weg auch noch weiter. Wir werden jetzt trotzdem hier einfach rübergehen. Wir waren irgendwie uns hier drin auch. Nee. Was sind das denn? Hihi. Woll dich. Okay, wir sind hier fast schon oben. Okay. Der alte Liang, einen alten Freund finden. Die Sonnenperle. Findet die Sonnenperle wieder. Eine knifflige Lektion. Tötet 6 Wasserkneifer. Wie konnte man sein Interface ausblenden? Ah, so. Screenshot gespeichert. Was ich jetzt ausprobieren wollte, das wollte ich eigentlich schon letztes Mal ausprobieren. Slash Dance. Slash Lachen. Aber tanzen geht nicht. Nee. Was gibt's denn noch? Bock, 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 bock. Okay, wollte halt so mal die Emotes zeigen. Handle with care. Sprengsatz. Ach, da sind wir noch gar nicht. A new fate is fucked up. Wo die schon sind. Okay, wir sollen jetzt also eine Sonnenperle wieder beschaffen. Die ist da hinten irgendwo. Und dann hier diese komischen Kneifer umkneifen. Das war jetzt eigentlich nicht so mein Plan. Tech Speed increase by 50%, bla bla blub. Ist das auch ein Mönch? Jo, der kämpft also mit einem Stab. Ich kämpfe immer schön mit Einhandwaffen, finde ich irgendwie cool. Mag Einhandwaffen. Da vorne glitzert etwas. Sollte jene schon die Sonnenperle sein? Toll, ich dachte auf diesen Dingern kann man gehen, ey. Was liegt denn da? Fang Shi. Komm, oh. Komm, so lange kann Looten nicht dauern. Wie sowas hasse. Komm schon, kill ihn einfach. Mein, guck mal, wie lange er es gebraucht hat und wie lange ich gebraucht habe. Wir machen erstmal die andere Quest fertig. Wir sind dann auch gleich schon Level up wieder. Sind wir Stufe 6. Steht hier irgendwas, das kriegen Blackout Kick.
kick with a blast of chi energy, dealing physical provoke. Scheint mir ein Spot zu sein. Weisheit der vier Winde allows you to ride flying mouse in Pandaria. Your body and spirit trap locations. Ach du Scheiße. You split your body and spirit, leaving your spirit behind. Use transcendence transformed to swap locations with your spirit. Okay, was hat es damit denn auf sich? Klingt ja sehr interessant. Hey, ich betouch dich. Müsst ihr mal drauf achten, sieht leicht mysteriös und komisch aus, wenn er mit seiner Faustwaffe zuschlägt. Touch. Naja, wir wollen ja nicht lästern. Ich hasse es, wenn sowas komplett überfarmt ist von den Leuten. Wie soll man denn ordentlich farmen? Pew. Ende Bug, jetzt was fehlt, was plus normal. Entschuldigung, ich spreche nicht so gut Französisch. Um genau zu sein, gar nicht. This La Philosophia Usually Works, ja, es funktioniert. Muss nur wissen, wie. Gibt es nun wieder irgendwo einen Briefkasten? Nein, gibt es nicht. Ach, für die Quest müssen wir nach oben. Nee, können wir nach hinten anscheinend. Thank you, everyone. Those that whispered me. Nein, das ist nicht bugged. Okay, nach da oben müssen wir. Der alte Liang. Die Sonnenperle. Weiter. Questband. Ach, wir bekommen hier eine neue Brust, oder was? Gleich mal angucken, wie die aussieht. Nicht viel anders. Einfach nur eine andere Farbe. Super. Eine knifflige Lektion. Über was gelangt zum Teich der Reflexion hinüber? Lockt Schuh ein Wassergeist hervor. Moment, ich muss mich kurz kratzen. Oh. Okay. Was? Warum konnten die gerade hier so krass springen? Ich muss dafür nicht mal was drücken. Wie erbärmlich ist das denn? Ist das nicht der Teich der Reflexion auch in der Mitte? Ja, was... Was ist denn Mitte? Sieht so aus, hättet ihr so eine Aufmerksamkeit kriegt bei RP. Ich glaube, er mag euch. Oha, ich mag euch auch. Schwimmt in 5 von Schuhs Wasserfontänen annehmen. Toll, da vorne. Hui. 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 Hallo. Hui. Was für eine bekloppte Quest. Hui. Okay, lass mich hier bitte raus. Schreck mit eiser Wolken. Ah, die Wolkensänger. Handschuhe kriegen wir neue. Sprich mit G auf den Dailo. Okay, das ist da hinten irgendwo. Eine richtige Karte wäre jetzt echt geil. Aber naja, man kann nicht alles haben. And then kill from trees. Anybody remember Ranma? I have with those damn cursed pools. I wanna drop in one that changed me into a cute cat. Was nimmt ihr für Drogen? Tachen wartet nahe der Straße, um euch dorthin zu bringen. Nahe der Straße? Wir dürfen Karren fahren. Sieh mich.
Wohlgenährter Jack. Ich steig den Jack jetzt drauf. You've got to find items not close to them balancing poles. Try it with good. Spanish rules, motherfucker. Dreh die Kamera, dass du von oben auf dich schaust und versuch dann zu loaden. Yes, switch graphics for a lower setting and come back to a high setting. Ja, hat funktioniert. Aber stimmt nicht ganz, man muss echt nur die Sichtweite umstellen. Guck mal, wir haben Augenbrauen. Sind wir bald mal da? Ja, sind wir. Vorne siehst du schon. Und da lassen wir wieder Drachen steigen. Und wir sind aus diesen coolen Wäldern jetzt draußen und sind hier wieder mehr oder weniger in einem Dorf. Hier ist ein Karottenfeld, wie es mir scheint. Das sind ja aber riesige Karotten. Der Dailo-Bauernhof. Der Geilo-Bauernhof. Ah, Karin! Okay. Unsere Lebensgrundlage. Quest beenden. Töte 10 Chatlings. Hier ist noch eine Quest. Hier ist noch eine Quest da vorne. Kopf des Dailo-Bauernhofs. Beschafft rausgekommene Rüben, 3 Stunden Karotten und 3 stibitzte Kürbisse wieder. Werden wir doch tun. Ist hier noch irgendwas Feines? Die stehen hier alle so. Hier gibt es hier einen Schmied zum Reppen. Das war es aber anscheinend auch schon. Sehr mysterious strange. Okay, wir müssen also nach da. Plump Vermin getötet. Was sind denn Plump Vermin? Chatling. Ah, die Viecher also. Da liegt eine Karotte. Da möchte ich gerade mal nicht rein. Sehen aus wie Hasenviecher. Hören sich auch so an. Ich meine, mein Hase klang früher auch so. Bis er versucht hat, mich Latern zu opfern. Okay. Klar, meine Vogelscheuchen lassen auch immer irgendwie... Ja, lassen auch immer irgendwie, Drachen steigen. Karottenarten. Unterbrochen, Bitch. Toll, jetzt mach das einfach nochmal. Halten schon ein bisschen was aus, muss ich sagen. Ich liebe diese Rolle einfach. Und da spawnt auch gleich der nächste. Bald sind wir auch schon Stufe 7. Lol, the fist of death. Chuck Norris incoming. Touch of death. She touch of death, nicht fist of death. Nope. Müssten hier nicht eigentlich auch irgendwie Sachen rumliegen oder irre ich mich da gerade? Oder sind die Sachen in deren Bauten? Kann das sein? Gestohlene Karotte. Gestohlene Karotte. Gestohlene Karotte. Die sammelt er doch bestimmt gerade auf. Mother of Carrot, oh du Ficker. So eine Pute, ey. So, 2 von 3. Ist gerade eine genau hinter ihm erschienen. Das ist aber 3 von 3. Ich schätze mal, hier sind nur Karotten. Zumindest sehe ich hier gerade nur Karotten. Stibitzte Kürbisse, ausgegrabene Rüben brauchen wir also auch noch. Was? Gerade ein bisschen perplex, wo wir jetzt auf einmal sind. Aber ich weiß, wo wir sind, keine Sorge. Ist hier noch mehr Tunnel, weil wo kriegen wir denn die anderen Sachen sonst her?
Das ist ja eher davon, aber sie haben sich mehr geschnappt, als sie essen können. Sie müssen ihre Beute irgendwo lagern, sie müssen eine Teile von denen sie mögen. Könnte ich auch die Suche machen und die Feldfrucht zurückbringen? Ich habe eine ganze Insel zu versorgen. Jesus, Gemüse hilft mir dabei. Okay, ich schätze mal, es sind doch alle Sachen unten. Ach, da vorne liegen auch noch zwei. Das ist ja ideal. Ein Feldjack. Und da vorne liegt auch die letzte rüber, die wir brauchen. Das ist ja gut. Plumwürmen. Plop, plop, plop. Okay, der ist damit auch tot. Drei Stück brauchen wir davon noch. Wir brauchen noch drei stiebitzte Kürbisse. Ein Kürbisfeld. Sorry, gleich hier vorne sind noch Kürbisse. Die sehen zwar ein bisschen unreif aus. Wow, Kamera. Ach, ich kann nicht weiter rauszoomen. Was ist denn das denn? Weil ich sehe hier gerade keinen einzigen gestibitzten Kürbis. Das ist natürlich nicht so super. Hallo, stibitzte Kürbisse? Sind doch die Kürbisse oder bin ich jetzt plemplem? Ich sehe hier keinen einzigen. Also Kürbische schon, aber keinen, den wir looten können. Es sind auch keine Kürbisse. Das hier sieht mir noch nach Kürbissen aus, aber hier sehe ich auch mal gerade keinen. Aber hier sehe ich den Eingang in so eine Höhle wieder. Ja komm, verreck doch einfach. Wo ist hier der Kürbis? Kürbis, Kürbis, Kürbis. Zölle, sind das für Viecher? Tragen die Hosen? Jetzt muss ich um eine höher intelligente Spezies handeln. Ich meine, nicht mal ich trage Hosen. Hier sind noch die ganze Zeit nur Karotten, die man plündern kann. Nicht Kürbisse. Looking for Hunter oder Caster. Könnte auch einfach Ranged Idee schreiben, aber nee, das ist so Mainstream. Deck Chat Linkrotte. Hier scheinen mir die Kürbisse zu sein. Und zwar nicht gerade wenig. Einen brauchen wir noch, den nehmen wir den hier aber mit. Is this a joke? So many panda skeletons and champ of whispers. Please invite for the Weg des Huijun. Well, that's fucked. If you're a monk, no range, yeah. How long does it take till a character is copied to the server? Seemed better when I was looking up at the scroll. Click on the knobs at the top. 1 year can take few hours to be 2 till 3 days. You can reach the hanging monkeys by jumping most times. Na ja. Nein, ich glaube nicht, dass der /C Makro funktioniert. Ich bezweifle es ganz, ganz stark. Ich finde keine Quest. Welche Stufe ist der denn? 12. Oh. Strolche. Quest beenden. Okay. Können wir die Quest noch abgeben? Und jetzt kriegen wir eine neue Quest, genau. Eine neue Hose haben wir bekommen. Ein Gong wurde gerade geschlagen. Der fehlende Schlägel. Okay. Schafft den großen Pausenstab von Raggies in der Baue. Keine Ahnung. Jojo Eisenstürn ist hier wieder. Sammelt Holzplanken. Ach, erstes benutzter Schilf, jetzt will er Holzplanken. Mein Krieger kann kurzhand alles vernichten. Bam. Okay.
irgendwo da vorne. Der gute Jojo Eisenstirn, der will also nur ein bisschen angeben, wie es mir scheint. Trainieren, meditieren oder so ist nichts für ihn. Er will aber nur angeben. Sein Ultra-Kung-Fu-Mächten. Und wir sind Stufe 7 und haben jetzt den Blackout-Kick. Weggeworfenes Holzbrett, 2 von 12. Schade, ich dachte, hier könnte man rein, aber scheint gerade mal nicht so. Schade, ich dachte, er fällt drauf rein. Ah, wozu ist der Schlegel? Großer Pausenstab. Pausen. Das soll hier auch irgendwo sein. Größtenteils vertraue ich eigentlich der Karte, beziehungsweise eine wirkliche Karte haben wir ja nicht. Something tough, I click on it and nothing happens. Oh, comment on fatal. Mail gone. Lol. Kehrt zu Jojo Eisenstirn. Großer Pausenstab. Wo ist denn das Ding? Geschafft den großen Ausstab von Rax in der. Keine Ahnung, wo ist denn Rax? Das ist Rax. Schätze ich gerade mal, Ruggies. Heißt, wir müssen jetzt warten, bis er respawnt. Stellt auf Englisch schon geht's. Kann man das hier einfach in-game eventuell mit Sprache? Ja, toll. Lalalala. Keine Ahnung, wo der spawnt, deswegen bin ich gerade mal ein bisschen vorsichtig, weil ich will das Vieh definitiv bekommen. Langfing. Ich finde diese pseudo-chinesischen, asiatischen Namen echt geil. Langfing. Chamonette. Chamu. Ja. Man wird halt nicht jünger, wenn der Mob endlich spawnt. Okay. Ich liebe es. Jeder kann hier anscheinend plündern. Das ist ja geil. Roller haben wir auch nicht bereut, weil ich mich gerade jetzt zweimal gerollt habe. Die Rolle packen wir mal. Jetzt ist auch noch die Bars gelockt, ey. Dankeschön. Mit Schiff kann man das also freistellen. Ich benutze ja normalerweise Bartender, also ich benutze ziemlich viele Add-ons. Deswegen war mir jenes gerade mal nicht so bewusst. Das wusste ich nicht. Also wenn ich jetzt so mache, kann ich das wegziehen. Wenn ich das loslasse, nicht mehr. Okay. Shift sei Dank. So, er kriegt jetzt hier seine Holzbretter. 12 Stück. Na, da bin ich gespannt. Was wohlwollend? Cool. Naja. Nichts als Wasser. Der fehlende Schlegel. Schlag den Gong. Oh, da will ich Spaß dran haben. Will noch mal. Was? Hab noch gar nicht. Jetzt habe ich. Rabatz. Huh? Well, that's definitely the ringing I suspected, but I was hoping for a bit more from Vugo. This guy is a deep sleeper. That is for sure. It is all right, Greasepaw LP. I've got another idea, and there's not much preparation. Preparation needed at all, just how I like it. Hier bekommen Gold. Fordert Choose Hilfe an, um Vugo aufzuwecken. Vugo! Was? Wo ist denn der Kerl? Ist der Schuh um Hilfe? Wer ist denn Schuh?
könnt ihr bitte Vogel für mich weghören? Watersplash Credit getötet. Okay. Wach scheint er immer noch nicht zu sein. Und fertig, einfach nur noch Wasser zu. Ich wünsche dir, wir wären drauf gekommen, nicht ins Gesicht. Juhu, kriegst du bei EP. Wir sind schon ein tolles Team, wie ich immer zu sagen pflege. Hartnäckigkeit ist besser als Planung. Okay. So, damit wären wir hier fertig, oder nicht? Nun, da die, diese beiden hier euch lieb gewonnen haben, müssen wir sie nur noch zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge zurückbringen. Geht ruhig schon vor. Ich verabschiede mich hier noch und komme danach. Bring Schuh und Vugo zum Tempel der fünf Sonnenaufgänge. Machen wir doch. Folgen die mir. So, irgendwie pennt Vugo immer noch. Aber okay. Die müssen also wieder nach oben stratzen. Ist hier irgendwie ein Weg dafür oder so? Oh, ich hasse es mit der Karte. Irgendwie einfach hier lang gehen. Ach, das sind die Reisfelder, oder? Don't know how, Es hat noch jemand das Problem, wir werden Affen nicht angerechnet. An jemand mit der Questteil Sichtweite auf gut stellen. Can you get off of his island? Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich hoffe einfach mal. You're stuck here forever. How do you collect reeds? Mandori! Inf, please, war der Weg des. Okay, hier sind Hütten ohne Pandaren. Die sind wahrscheinlich auf den Feldern arbeiten. In WoW herrscht ja kein Kapitalismus. Da hilft ja jeder jeden. Es ist eher ein Kommunismus, obwohl es trotzdem reich und arm gibt. Aber trotzdem haben alle ein tolles Haus. Da vorne steht eine Schmiedin. Wie ich ICQ hasse. Wir müssen also nach da oben. Anscheinend folgt mir kein Wassergeist mehr. Wo ist mein Wassergeist hin? Oh, ich lese gerade, es wartet da wieder ein Kachen auf mich. Naja, scheiß drauf, halb so wild. Wir kriegen neue Handgelenke. Super. Kann man da mal Schultern oder einen Helm bekommen? Trefft die Feuerpfoten in Morgenhauch. Was zur Hölle passiert mit uns? Je Feuer. Hey, kriegst du EP? Hier geht's nach Morgenhauch. Ja. Krass. Sind wir da, wo ich glaube, dass wir da sind? Bin mir nicht sicher. Da ist diese Brücke, die man aus dem Anfangsgebiet sehen konnte. Könnte es sein. Ich bin mir da nicht sicher. Vor uns leuchtet der gute Till. Der ist Stufe 10. Warum sind wir denn ja Stufe 7? G-Feuerfote ist auch ja Stufe 7. If you see pink stuff, you drank too much. Please all report the spammers. Wer spammt denn hier? Achso, mit den C interact. Sie sind relativ weit fortgefahren, schätze ich mal. Xoxo. Mit dem Gebiet hier. Also haben schon ziemlich viel gesehen, ziemlich viele Quests absolviert. Muss gleich mal gucken, wie viel Plätze ich noch auf der Festplatte habe. Sobald wir hier angekommen sind, endlich mal. Ja, es ist sogar ein Buffhut. Er hatte 15 Minuten lang zwei Beweglichkeit. Yay! Morgenhauch entdeckt.
Da sehe ich doch. Ist das ein Zeppelin? Das ist doch ein Zeppelin. Warum ist da ein Zeppelin? Wow. Wow. Ja, ich werde jetzt hier erstmal wieder einen Aufnahmestopp machen. Wir sehen uns definitiv in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, bei euer Grießfrei.